glaube, dass es immer Bedarf an guten Geschichten gibt. Und wenn die guten Geschichten junge Leute erreichen und sie auch wieder vielleicht ein bisschen stärker bewegen, irgendwie sich auf verschiedenen Medien mit einer Story, mit einem Thema zu beschäftigen, dann glaube ich, dass es einen sehr hohen Bedarf gibt. Wenn es um crossmediale Formate geht, dann ist es verdammt wichtig, dass sich jemand auch wirklich mit Technik auskennt, weil die meisten Formatentwickler haben halt schon teilweise einen technischen Hintergrund, aber sind keine Spezialisten. Und ich glaube, so eine crossmediales Format, das lebt davon, dass du es dir gerne anschaust, dass auch alles funktioniert und dass da auch in dem Bereich eine Menge Kreativität reinkommt. Und ich glaube, deswegen brauchst du auf jeden Fall ein gutes Zusammenspiel zwischen Leuten, die sich mit einer guten Story auskennen, mit einer Dramaturgie, die einzelnen Bausteine eines Formats gut zusammenbasteln können, und Programmierer, die das Gleiche auf der technischen Seite tun. Was in jedem Wettbewerb und bei jedem Format wichtig ist, ist, dass die Macher einer Idee oder dass die Leute, die eine Idee pitchen, total dafür brennen, dass sie sich damit intensiv beschäftigt haben und dass man spürt, dass sie mit Herzblut dabei sind. Dass sie sich mit der Idee identifizieren und dass sie die auch vorantreiben und die Story einfach lieben.